Danke schön, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ich glaube, das Beste am Westbalkan-Gipfel war, dass er stattgefunden hat. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, die Ergebnisse des Westbalkan-Gipfels sind enttäuschend. Nicht sehr viel. Wie generell die Westbalkanpolitik der Europäischen Union und insbesondere der Europäischen Kommission in den letzten Jahren wirklich enttäuschend ist. Und ich möchte sagen, wir müssen als EU und es muss auch die Europäische Kommission in dieser Region viel, viel präsenter sein. Wenn wir die Länder einzeln vielleicht durchgehen, Serbien und Montenegro, dort gibt es die große Sorge der Entwicklung, gerade in der Medienfreiheit, in den Fragen der zivilen Rechte, dass das nicht in die richtige Richtung läuft in der letzten Zeit. In Nordmazedonien und Albanien, zwei Länder, die große Reformen unternommen haben, aber trotzdem nicht die versprochene Antwort der Beitrittsverhandlungen bekommen. Einfach deshalb, weil ein Mitgliedsland aus innenpolitischen Gründen dieses Thema blockiert. Der Kosovo, die Visaliberalisierung, aber auch zum Beispiel die doppelte Krise in Bosnien, die wir erfahren. Und gerade die jüngsten Schritte von Dodik, die dazu führen, dass das Land vielleicht vor einem Zerreißen steht. Ich verstehe das Schweigen und die Inaktivität der Kommission und auch des Kommissars Vahel überhaupt nicht in dieser Frage. Wir müssen doch hier endlich in die Gänge kommen und verhindern, dass durch diesen Nationalismus, der dort angestachelt wird, wieder ein Flächenbrand am Balkan passiert. Da kann man nicht wegschauen, da muss man endlich handeln, sehr geehrte Damen und Herren.